Wir können nicht verstehen, wie unsere Eltern den Wahnsinn der Nazizeit mitmachen konnten. Wie aber werden wir uns verantworten, wenn in den kommenden finsteren Zeiten unsere Kinder uns fragen werden, wo wir waren, als die Weichen gestellt wurden für die Vernichtung der Welt? Die dritte Welt ist das Thema. Eine Gruppe aus Österreich, die Schmetterlinge, hat den Auftrag bekommen, ein Programm zusammenzustellen. Klar zu machen, dass Betroffenheit, moralische Empörung nicht ausreicht, dass konkretes Handeln erforderlich ist. Dritte Welt ist weit weg. Sie müssen doch irgendwelche Anhaltspunkte geben, ne? Wir gehen von den Verhältnissen hier und heute aus. Wir beginnen nicht irgendwo in Zentralasien oder in Südamerika. Wir gehen eigentlich von den Verhältnissen im Ruhrgebiet aus, wenn man es ganz genau nimmt, und versuchen, die Brücken zu schlagen zu den Themen, die mit der Situation der Leute hier zusammenhängen, aber auch die Situation der Menschen in den ausgebeuteten Ländern der Dritten Welt schildern. Ich bin ein Handlungsreisender, gar fix und blauen Blicks. Ein erster Klasse Speisender, die deutsche Wirtschaft preisender. Von vorn und hinterrücks. Ich bin ein oft Geschildeter, gar schick und stets in Schuss. Ein sorgsam ausgefilterter, in Westfalen ausgebildeter Generalissimus. Ich stieg gepflegt aus der Concord in Sachen Kapitalexport, weil ich in Südamerika für uns die besten Chancen sah. Und dass ihr viele Chancen sieht, das ist mein Spezialgebiet. Im Dunstkreis meines Machtbereichs gibt's Billiglohn und keine Streiks. Ja, wir hatten eine Reihe Theater zur Dritten Welt mit sehr unterschiedlichen Stücken. Dabei waren zwei Auftragsproduktionen, eine an die Gruppe Schmetterlinge, eine an die Gruppe Der wahre Anton aus Köln. Die Reaktionen waren eigentlich sehr positiv. Auch deshalb, weil natürlich sehr viele Leute, gerade auch hier im Ruhrgebiet, sich dort engagieren in dem Themenbereich, es auf der anderen Seite sehr wenig kulturelle Mittel gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Glauben Sie, dass Sie irgendetwas erreicht haben, praktisch? Man muss das, was wir hier machen, sicherlich auch irgendwo im Zusammenhang sehen mit neuen Initiativen, wie sie in der Gewerkschaftsjugend zurzeit da sind. Es gibt eine Nicaragua-Solidaritätskampagne von Seiten der Gewerkschaftsjugend, wo auch bei unseren Veranstaltungen hier ganz konkret auf Nicaragua, auf El Salvador, die Missstände hingewiesen werden, wo Informationen gegeben werden über das, was hier auf der Bühne läuft, hinaus. Und wir hoffen, dass wir halt eben auf jeden Fall ein bisschen anregen können mit dem, was wir machen. Was bleibt nach den Wochen des Theaters über die Dritte Welt? Empörung vielleicht, Wut über die dortigen Verhältnisse. Doch es bleibt auch der Zweifel, ob es weiterbringt, dieser Wut nur auf der Bühne theatralisch und musikalisch Ausdruck zu verleihen.